Das, was wir hier vor uns sehen, ist das Geburtsbild einer Frau mittleren Alters, die wegen ihrer relativ weit fortgeschrittenen multiplen Sklerose vor einer Weile bei mir in der Beratung war. Und sie wollte natürlich wissen, was da eigentlich dahinter steckt, dass es nun sie getroffen hat. Also nach dem Motto, warum ich? Und was sie gegebenenfalls laut Astrologie dagegen tun könnte, dass dieses Symptom sich weiter noch verschlechtert. Nun, man muss zunächst mal wissen, dass das Symptom Multiple Sklerose in mindestens 90% aller Fälle durch die Konstellation Neptun-Uranus hervorgerufen werden kann, natürlich nicht muss, weil jede Konstellation kann ja auch ohne eine körperliche Erkrankung über die Bühne gehen oder gelebt werden. Aber hier haben wir einen Neptun in Feld Nummer 12. Dieser Neptun in Feld 12 ist die Neptun-Uranus-Konstellation. Und weil dieser Neptun, wie wir innerhalb der Astropolarity-Lehre sagen, eine ursächliche Begründung im ersten Quadranten des Geburtsbildes hat, das ist hier der erste Quadrant, und zwar dadurch, dass ursächlich das Zeichen Fische an der dritten Felderspitze und damit also im ersten Quadranten liegt. Der Neptun in 11 ist also ursächlich in einer Konstellation Zwillings-Merkur, drittes Feld, Neptun begründet. Dadurch, durch diese ursächliche Einlagerung in den ersten Quadranten, kann diese Konstellation Neptun-Uranus in ihrer Auswirkung auch körperlichen Erscheinungen treten. So, also diese Frau hat tatsächlich eine Neptun-Uranus-Multiple-Sklerose bekommen seit langer Zeit und will nun wissen, woran das überhaupt liegt. Also bei Neptun-Uranus und den Multiple-Sklerose-Patienten hat das immer etwas mit einer nicht bekannten und damit noch nicht geklärten tatsächlichen Herkunft, die weit vor der jetzigen Inkarnation liegt, zu tun. In anderen Videos gehe ich durchaus inhaltlich auf dieses Thema von Neptun-Uranus ein. Das will ich jetzt hier nicht weiter besprechen, weil es auch hier um die Lösungsmöglichkeiten für diese Frau gehen soll. Es geht also um eine ungeklärte und in dem Sinne auch nicht bekannte Herkunft. Und dieses Ungeklärte und Unbekannte ist im Grunde genommen aus der Neptun-Uranus-Konstellation selbst heraus hergeleitete Begründung dafür, dass das Schicksal, um es mal dramatisch zu formulieren, dann sagt, also wenn dieser Mensch nicht selber darauf kommt, sich seiner eigenen wahren Herkunft bewusst zu werden, dann muss ich, das Schicksal, härtere Geschütze auffahren und dann wird man eben zum Beispiel krank. So, die Lösungswegskonstellation, weil die Frau fragt ja auch, was kann sie tun, damit sich das alles bessert, ist aus Sicht der Astropolarity-Lehre, und das ist etwas ganz, ganz, ganz Grundsätzliches, immer durch die sogenannte Rahmenbedingungskonstellation, also durch die Konstellation, die einen Rahmen und die Bedingungen setzt für das, was im Fokus steht, und das ist hier Neptun-Uranus, zu sehen. Und diese Rahmenbedingungs- oder Lösungswegskonstellation finden wir laut APL immer dadurch, indem wir an die Felderspitze gehen, in der sich die Auswirkungskonstellation befindet. Feld Nummer 11, das ist die Felderspitze Nummer 11 hier und die befindet sich im Zeichen Skorpion. Dann sucht man den dazugehörigen Planeten, das ist der Pluto und der steht hier. Er steht im 9. Feld, er steht in Konjunktion, ganz enger Konjunktion zu Uranus und zum Mond. Das heißt, Mond, Uranus, Pluto ist also die Lösungswegskonstellation, was auch immer das inhaltlich heißt, da komme ich gleich zu, für Neptun, Uranus. Und wenn man eine solche Konstellation hat, Mond mit Uranus und mit Pluto, da hat man also im Grunde genommen eine Mond-Uranus- und eine Mond-Pluto-Konstellation. Und laut der Astropolarity-Lehre kann man dann aus diesen beiden Konstellationen, Mond-Uranus und Mond-Pluto, eine sogenannte indirekte Konstellation schlussfolgern, indem man nämlich den Planeten, der in beiden genannten Konstellationen gleich ist, und das ist der Mond, wegstreicht. Also einfach wegstreicht. Und dann bleibt als Konstellation Uranus-Pluto übrig. So, Uranus-Pluto ist also in Kürze jetzt gesagt die Lösungswegskonstellation für Neptun-Uranus.
für die ungeklärte und nicht bewusste Herkunft. Uranus-Pluto ist dann andererseits aber, und jetzt muss man da inhaltlich drauf eingehen, das von der Mutter übernommene schwache Männerbild. Das heißt, das ist eine Frau, die genauso wie ihre Mutter schon den Männern an sich, dem männlichen Archetyp, nicht dem einzelnen Mann ausschließlich, nur dem Jürgen, dem Peter, dem Horst oder so, sondern dem Mann an sich nicht vertraut hat. Und dieser Vertrauensmangel in das männliche Prinzip, der hat sich bei dieser Frau selbstverständlich, weil das ja alles unbewusst abläuft, leider, auch in zwei Ehen gezeigt, die gescheitert sind. Das ist ganz typisch. Eine solche Frau trägt einen sogenannten eine unbewusste Enttäuschungsbereitschaft in Bezug auf Männer in sich und wird deshalb die sogenannten scheinstarken Männer anziehen. Das hat diese Frau auch getan und musste zwingend enttäuscht werden. Es ist so, sie hat auch für eine Weile mal bei verschiedenen Heilpraktikern und Therapeuten wegen ihrer Erkrankung vorgesprochen. Und das waren alles auch Männer und da hat sie immer auch schon in der Beratung gesagt, dass das alles irgendwie, also sie benutzte den Begriff Vollidioten, gewesen sind, die ihr also überhaupt gar nicht helfen konnten. Das hört sich für mich selbstverständlich sehr, sehr danach an, dass diese Frau hier aufgrund des Vertrauensmangels in das männliche Prinzip eine entsprechend möglicherweise auch gute Therapie, die ihnen da von den Heilpraktikern vorgeschlagen wurde, nicht akzeptiert hat. Fakt ist, dass ich von dieser Frau auch seither nichts weiter gehört habe. Das ist schon eine Weile her, dass ich sie beraten habe. Gut, das muss sowieso nicht sein, dass sich jemand nochmal meldet. Aber ich bin nun auch ein Mann und es kann auch sein, dass sie auch hier dem, was ich ihr gesagt habe, nicht vertraut hat. Wie auch immer, Fakt ist natürlich, dass ich, wenn ich hier gute Arbeit leisten will, natürlich das sagen muss, was das Geburtsbild mir vorgibt, weil ich bin nicht die Instanz, die entscheidet, was gemacht wird, sondern das ist aus meiner Sicht oder aus Sicht der Astro-Polarity-Lehre immer das Geburtsbild. Also insofern, in Kurzform jetzt hier in diesem Video gesagt, ging es darum, dass ich ihr gesagt habe, dass sie diesen Vertrauensmangel in den Mann, der bei Uranus-Pluto sogenannt generalisiert ist, dass sie den überwinden muss. Denn es ist generell falsch, dass eine Frau sagt, generell gibt es keinen Mann auf der Welt, dem ich vertrauen kann. Das ist das große Problem, dass dieser Glaubenssatz generalisiert wurde. Und wenn sie das also überwindet, dann wird es dazu kommen, dass sich ihr Krankheitssymptom mit Sicherheit auch nicht verschlimmert und vielleicht sogar verbessert, selbst bei Multipler Sklerose, einer aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht auch heute immer noch ursächlich ungeklärten Symptomatik, habe ich das schon oft erlebt, dass das, selbst wenn Menschen da im Rollstuhl gesessen haben, wenn die sich auf ihren Lösungsweg gemacht haben, und das wäre eben hier in dem Fall Uranus-Pluto, dass sich das Symptom massivst gebessert hat. Also ich wünsche natürlich dieser Frau auch viel Glück auf ihrem Weg, den sie hoffentlich geht.